Guten Morgen aus Mohammedia. Es ist jetzt 8:30 ungefähr, ein bisschen später schon. Wir müssen um 9 den Platz verlassen haben, obwohl wir erst sehr spät gestern Abend hergekommen sind, gegen 11:30, 12:30. Ich bin noch ein bisschen zu zaust, die Luft ist hier total feucht. Kriege ich mal gleich Locken. Und so ist es nun mal. Wir müssen jetzt uns ein bisschen sputen. Wir haben noch hier was auszufüllen. Es gibt immer so einen Anmeldungszettel, den man ausfüllen muss, mit den Daten zum Auto, zur Person, Passportnummer und so weiter. Steht dort alles drauf. Adresse und Datum der Ankunft und. Das muss hier immer hinterlegt werden bei den Campingplätzen. Und ja, das müssen wir gleich noch ausfüllen, abgeben und dann schauen wir mal, was das Ganze kostet. Das waren nämlich gestern verschiedene Angaben von 200 Dirham für zwei Personen bis zu 170 Dirham für zwei Personen. Das entspricht dann etwa 17 bis 20 Euro, aber das ist in Ordnung für diese Gegend, denn ja, zwischen Casablanca, Mohammedia, Rabat ist es schon sehr unsicher, wie wir gestern Nacht noch bei der Parkplatzsuche gesehen haben. Es war wirklich schwierig, einen Platz zu finden, wo man auch in Ruhe stehen kann, denn sofort kamen Leute an, haben geguckt, aufs Auto gezeigt und ja, guck, die Autos und weiß ich nicht. Die waren da gleich alle irgendwie ja, Feuer und Flamme, weil sowas ist hier natürlich schon selten und dadurch immer wieder ein Hingucker und ja, ich glaube, da hätten wir kein Auge zugetan, wenn es ständig an der Scheibe geklopft hätte oder jemand versucht hätte, da was zu machen. Diebstahl, was auch immer, es ist nicht die sicherste Gegend leider hier. Genau, deshalb machen wir uns gleich auf den Weg, wollen noch ein bisschen Kilometer reisen. Wir konnten hier über Nacht laden an der Stromsäule des Campingplatzes. Das ist eine ganz normale Steckdose gewesen. Wir haben über 6 Volt geladen mit unseren Adaptern dafür. Seht ihr hier einmal, ganz normale Schoko-Steckdose. Und ja, da wir nicht genau wissen, wie die abgeriegelt ist, haben wir eben uns auf 6 Volt runtergeregelt. Dadurch dauert das Laden natürlich umso länger und wir sind lange nicht voll. Aber wir haben wenigstens ein bisschen Strom über die Zeit nachladen können. Genau, jetzt noch schnell was essen, Zettel ausfüllen und dann geht's auch schon weiter. Und da hinten seht ihr das Meer. Immerhin konnten wir hier auf dem Campingplatz bis zu 77% jetzt vorladen. Das sind 440 Kilometer. Also hat doch über Nacht wenigstens so 10-12% gebracht. Da geht's direkt ans Meer. So, wir machen uns auf den Weg nach Rabat zu einem Charger. Hier auf dem Campingplatz konnten wir dann doch nicht allzu viel Strom ziehen. Und jetzt schaut mal ganz genau hin, da vorne läuft ein Straßenhund auf dem Fußweg. Wir können hier leider nicht auf die Straße, da der Bürgersteig zu hoch ist. Und der Hund sieht uns direkt als Feind. Hier sind mehrere Straßenhunde, die auf unsere Autos zurennen. Sie werden uns hier noch den gesamten Weg am Strand entlang verfolgen und an der Tür direkt entlang laufen, denn wir gelten hier tatsächlich als Eindringlinge in ihrem Revier und diese Straßenhunde verfolgen uns noch ja, hier bis in die Straßen hinein am Strand entlang und ja, verjagen uns auch erfolgreich, denn wir wollen ja den Platz sowieso verlassen. Aber daher äußerste Vorsicht geboten, wenn ihr in solchen Gebieten seid und ihr seht sowas, dann ja, vermeidet das Aussteigen, denn die verteidigen natürlich ihr Revier und Straßenhunde haben da nochmal ein ganz anderes Verhalten als ja, die Tiere, die wir so vielleicht in Deutschland kennen und
Ja, war schon nicht so ungefährlich. Die sind natürlich, hätten auch locker an den Türen hochspringen können. Das haben sie dann während der Fahrt doch nicht gemacht. Wir sind natürlich auch nicht allzu schnell gefahren, um die Tiere auch nicht zu verletzen. Aber die waren schon sehr, sehr nah an den Türen. Und nicht ganz ungefährlich die Situation, aber uns blieb natürlich auch nichts weiter übrig, als weiterzufahren und auf keinen Fall stehen zu bleiben. Sonst wären die Tiere wahrscheinlich die Türen hoch und ja, hätten uns nichts tun können, aber ja, das Auto hätte schon so die ein oder andere Macke wahrscheinlich davongetragen. Ja, wir fahren jetzt hier hinaus, Mohammedia, verlassen wir den Campingplatz und machen uns auf den Weg in Richtung Rabat. Dort gibt es zum einen einen Supercharger, den ich später noch ansteuern werde, aber zunächst mal fahren wir an eine AC-Ladestation mitten in der City und auch ja fast schon fußläufig auch zum Strand, sodass wir da nochmal eine ganz gute Ausgangsposition haben. Wir müssen tatsächlich hier auf dem Rückweg jetzt aus Marokko auch mal ein bisschen wieder was arbeiten. Remote von unterwegs geht das ganz gut und da bieten sich die Ladezeiten dann doch immer gut an, um die Ladezeit zu nutzen und gleichzeitig dann auch die Stadt natürlich zu erkunden oder einkaufen zu gehen, Besorgungen zu machen, Lebensmittel einzukaufen, was eben so anfällt auf Reisen. Oder eben auch mal Wäsche waschen oder irgendwie Wasser auffüllen und so weiter. Also da gibt es genug To-Dos auf Reisen, wenn man mit Fahrzeug oder mit Camper unterwegs ist. Und ja, hier gibt es auch immer wieder die Kaffeestationen am Straßenrand. Die habt ihr eben kurz gesehen. Wir können hier prima an der Hauptstraße am Rand halten. Das ist hier so üblich. Und uns einen Kaffee holen aus dem Kaffeewagen. Ja, es ist jetzt mittlerweile auch ja, noch morgens. Das heißt, wir können die Ladezeit dann gleich ja, ausgiebig nutzen und wirklich einige Stunden laden und den Tag über dort in Rabat noch einmal verbringen. Es ist tatsächlich schon der allerletzte Tag für uns in Marokko. Von Rabat bis zur Fähre werden wir dann in eins mehr oder weniger durchfahren, noch mit einem weiteren Ladestopp. Und werden, wenn alles gut geht, heute in der Nacht die Fähre zurück nach Europa nehmen. Aber ein bisschen ist es bis da noch hin. Und was gibt es da Besseres, als die Zeit zu nutzen und sich nochmal eine Großstadt wie zum Beispiel Rabat anzuschauen?